Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW Mercedes. Heute geht es um die Krankheiten, Probleme eines 530 Diesel Facelift, rein Sechszylinder, F11. Bei diesem Fahrzeug werden wir in diesem Video die ganzen Krankheiten, Probleme auf den Motor bezogen euch erläutern. Zu den einzelnen Sachen wird es separate Videos geben, wo wir konkreter auf die einzelnen Sachen eingehen, weil sonst würde das Video einfach viel zu lang werden. Wir fangen einfach bei den einzelnen Sachen an. Wir haben bei dem Fahrzeug den alten Reihen 6-Zylinder, der eigentlich als unkaputtbar gilt. Das Problem ist, dass die Hersteller wie BMW oder andere Hersteller gezwungen werden, diese Fahrzeuge sauber zu machen. Ein Diesel ist nicht sauber, deswegen gibt es da auch keinen Kompromiss. Wenn man diese Fahrzeuge dazu bringt, dass sie mehr Leistung haben, dass sie weniger verbrauchen, weniger CO2-Ausstoß haben, dann leidet irgendetwas. Und was leidet, ist halt die Lebensdauer. Deswegen ist so ein Fahrzeug mit über 100.000 Kilometern kein Fahrzeug, was lange leben wird. Das garantiere ich euch, weil diese Fahrzeuge sind nicht dafür gemacht, um lange zu leben. Nicht, weil der Motor schlecht ist oder das Getriebe, sondern diese ganzen Thematik, dieses ganze Konzept, dass der Motor so eingeengt wird, dass er einfach nicht lange leben kann. Fangen wir bei den einzelnen Sachen an. Eines der wichtigen Sachen ist zum Beispiel die Ansaugbrücke. Wir haben hier bei dem Fahrzeug eine Ansaugbrücke, wo zum Beispiel Luft eingeführt wird. Diese Luft, die eingeführt wird, ist leider keine saubere Luft, sondern das ist Luft, die halt mit Abgasen vermischt ist. Das bedeutet, wir haben ein Luft-Kraftstoff-Abgase-Gemisch. Denn in den Motor werden Abgase hinzugeleitet. Warum wird das gemacht? Damit die Verbrennungstemperatur herabgesetzt wird, damit wir in der Luft weniger Sauerstoff haben und durch den kleineren Temperaturen haben wir weniger CO2-Ausstoß. Was ist die Problematik des Ganzen? Die Problematik des Ganzen ist, dass diese ganzen Abgase, die wir hier zum Beispiel haben, die setzen sich irgendwo ab. Und man kann hier sehen, die setzen sich in der Ansaugbrücke ab und die setzen sich natürlich auch bei den Ventilen ab. Denn dahinter sitzen die Ventile des Motors. Diese Ansaugbrücke kann man zwar tauschen, die kostet 1200 Euro mit ein paar Zubehörteilen. Was man aber nicht tauschen kann, sind die Ventile. Das Fahrzeug, was wir hier sehen, was so extrem verrußt ist, hat nur 115.000 gelaufen und ist nur 4 Jahre alt. Komplett checkheft gepflegt bei BMW und ihr seht das Ergebnis. Noch eine Ursache, warum das so ist, wie es ist, ist die Kurbelgehäusenlüftung. Wir haben hier eine Kurbelgehäusenlüftung, die sorgt dafür, dass, hier ist das Ding, damit das Kurbelgehäuse entlüftet wird. Das Problem ist, im Kurbelgehäuse oder die Luft oder das Volumen des Kurbelgehäuses, der Druck, der da entsteht, ist ölhaltig. Das sind Öldämpfe. Und diese Öldämpfe werden in den Bremsraum geleitet. Was passiert dadurch? Genau das. Ne? Ihr seht, das ist alles verkokt. Zum Beispiel so sieht das Ding aus. Das ist halt die Ursache. Das heißt, nochmal einmal zusammengefasst, wir haben einmal die Abgasrückführung, die AGR, die sorgt dafür, dass Abgase in den Motor geleitet werden. Und wir haben eine Kurbelgehäusenlüftung, die dafür sorgt, dass Öldämpfe ungefiltert direkt in den Motor reinkommen. Früher war das so, in den alten guten Zeiten, bei dem E60-Modell, also dem Vorgängermodell von dem, gab es eine Kurbelgehäusenlüftung mit einem Filter. Dieser Filter nannte sich Ölabscheider und der Ölabscheider hat diese Öldämpfe gereinigt, das Öl aus den Öldämpfen entfernt und in den Motor reingeblasen. Das war natürlich schön. Mittlerweile hat BMW nicht nur, dass sie das Teil halt anders gebaut haben, dass man ihn nicht mehr tauschen kann, wenn so eine Kurbelgehäusenlüftung zum Beispiel reißt, weil es ist eine Gummimembran, die da arbeitet. Jetzt, wenn das passiert, muss man den ganzen Ventildeckel tauschen und der ist natürlich relativ teuer. Das Ding hat vorher 50 Euro gekostet, der Ventildeckel kostet, glaube ich, mittlerweile um die 800 Euro. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied des Ganzen. Genauso auch so eine Ansaugbrücke zum Beispiel. Diese Ansaugbrücke, dieser Ruß, der Verschleiß, den ihr hier seht, das passiert irgendwann automatisch, weil, wie gesagt, der lagert sich einfach an. Der ist immer da und der wird nicht irgendwie weggezaubert, weil der Motor ist einfach so konstruiert. So, früher war das einfach so, wenn diese drei Klappen, die wir hier sehen, die sich immer bewegen, wenn die zum Beispiel geklemmt haben, hat das Motorsteuergerät das nicht gemerkt, weil die wurden über Unterdruck angesteuert, über ein Ventil. Mittlerweile sind die elektronisch gesteuert über so einen Stellmotor und das Motorsteuergerät merkt das sofort. Warum ist das für uns wichtig? Ich zeige mal ganz kurz, wie die arbeiten.
Ihr seht zum Beispiel hier, die arbeiten so, ne? So, warum ist das für uns wichtig? Weil wir haben bei dem Fahrzeug einen Partikelfilter. Denn die Abgase müssen ja irgendwie gereinigt werden. Es reicht nicht, dass wir hier nur eine Kurbelgasluftung haben, eine AGR und so weiter. Die müssen auch nach hinten gereinigt werden. Deswegen hat BMW einen Partikelfilter eingebaut. So sieht das Ding aus. In dem Partikelfilter wird Ruß eingefangen und irgendwann wird das Ruß durch eine Regeneration in Asche umgewandelt. Das ist sozusagen der Prozess. Das Problem an der ganzen Geschichte, damit diese Regeneration funktioniert, müssen ganz viele Bedingungen erfüllt sein. Und damit diese Bedingungen erfüllt sind, müssen sehr viele Komponenten funktionieren. Eine dieser Komponenten ist zum Beispiel so eine Ansaugbrücke. Diese Ansaugbrücke, die muss arbeiten. Das heißt, die drei Klappen dürfen nicht klemmen. Wenn diese drei Klappen irgendwann klemmen, dann funktioniert die Regeneration nicht. Das Geniale ist, ihr seht das nicht. Wenn eure drei Klappen klemmen, bekommt ihr keine Fehlermeldung irgendwie im Tacho oder im Navi, sondern ihr denkt, ist alles super. Genauso ist das auch, wenn eine AGR zum Beispiel, wenn die irgendwie klemmt oder an einer falschen Position ist, ihr merkt das nicht, sondern ihr bekommt keine Fehlermeldung, aber das Motorsteuerwerk weiß das und leitet keine Regeneration ein. Die Folge ist, der Partikelfilter wird immer mehr und mehr und mehr beladen mit Ruß und anstatt, dass man ihn halt irgendwie frei brennt, aus Ruß Asche wird, denn das Volumen Asche ist natürlich deutlich weniger, fahrt ihr immer mit einem voller werdenden Partikel durch die Gegend, bis das irgendwann so voll ist, dass das Fahrzeug ihn eigenständig nicht mehr regenerieren kann. Und erst dann, was für eine Überraschung, kommt eine Fehlermeldung, dass der Partikel voll ist, wenn sozusagen das Problem schon da ist. Weitere Problematik ist in der heutigen Zeit der Kraftstoff. Vor ungefähr 6 Jahren wurde Biodieselzusatz in den Kraftstoff hinzugefügt. Das war vorher nicht. Deswegen passiert Folgendes, dass an den Injektoren bleibt einfach wieder oben die Injektoren verkoken, kann man da oben sehen. Und durch die Verkokung der Injektoren haben wir die Problematik, dass wir natürlich halt eine größere Rußentwicklung haben und der Partikelfilter natürlich dadurch halt noch voller wird. Diese ganzen Sachen, die ich euch jetzt so kurz erläutert habe, kann man natürlich vorher prüfen. Wenn man einen BMW-Tester hat, kann man gucken, in welchem Zustand ist mein Fahrzeug. Man muss nicht alles auf einmal machen, aber man muss einfach verstehen, wenn ihr ein Fahrzeug kauft, über 100.000 gelaufen, dann muss in das Fahrzeug investiert werden. Warum investiert? Weil das Fahrzeug ist 100.000 Kilometer gelaufen. Man kann nicht dieses Fahrzeug vergleichen mit einem E39, was jetzt vielleicht 15 Jahre alt ist, wo der Diesel zwar der gleiche ist, aber der Diesel wurde nicht dermaßen kastriert wie der Diesel hier, damit er einfach sauber wird. Der hatte auch nicht so viel Leistung. Deswegen hält auch so ein Motor nicht, weil er schlecht gebaut ist, sondern wegen dieser 1000 Anbauteile, wegen dieser ganzen Bedingungen, die so ein Auto erfüllen muss, nicht ewig. Denn es muss oder wurde leider so gemacht. Aber diese ganzen Sachen kann man vorher prüfen. Wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, kann man im Vorwege, wenn ihr herkommt bei einer Diagnose, die ist auch bezahlbar, kann man feststellen, was ist los. Sind meine Injektoren in Ordnung? Jeder Injektor kostet übrigens 500 Euro und ihr habt davon 6. Ist mein Partikelfilter im guten Zustand? Der kostet mittlerweile 2,5 ungefähr. Ist meine Ansaugbrücke verkokt? Die kostet 1200 Euro. Ist mein AGR funktionsfähig oder ist mein Bypassventil des AGRs nicht in Ordnung? Das Ding kostet, glaube ich, 800 Euro. Ihr seht, es läppert sich alles. Ne? Aber diese ganzen Sachen kann man im Vorwege testen. Und damit ihr einfach wisst, was muss ich noch investieren, damit ich das Fahrzeug vielleicht noch 100.000 fahren kann. Oder man sagt, okay, dann kaufe ich mir lieber ein Fahrzeug, was 50.000 gelaufen hat oder 60.000 gelaufen hat und habe Ruhe. Deswegen ist auch der Unterschied relativ groß bei einem Fahrzeug mit 50.000, 60.000 Kilometern und einem Fahrzeug mit 150.000 Kilometern. Weil der Motor einfach seine Lebenszeit langsam erreicht hat, ne? Und deswegen wird so ein Fahrzeug auch relativ schnell verkauft. Deswegen verkaufen auch die Niederlassungen keine Fahrzeuge mit 120, 150, 200.000 gelaufen, weil die wissen ganz genau, was los ist. Deswegen werden diese Fahrzeuge einfach an Aufkäufer
verkauft, damit diese Aufkäufer diese Fahrzeuge an euch verkaufen. Die Garantien, die irgendwie da mitgegeben werden, haben meistens eh immer irgendwelche Schlupflöcher. Dann werden sowas irgendwie einem gesagt, dass ein Partikelfilter, der 200.000 Euro kostet, ein Verschleißteil ist, ne, und nicht unter die Garantie fällt. Das muss man alles halt wissen, aber für euch einfach zu verstehen, dass wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, nicht wundern, das heißt nicht, dass das Fahrzeug 100.000 gelaufen ist, dass das Fahrzeug neu ist oder das Fahrzeug noch 100.000 einfach fahren wird, ohne was am Fahrzeug zu machen. Gut, mehr gibt es eigentlich zu der Thematik nicht zu sagen. Eine wichtige Sache, was ich noch vergessen habe, was ich noch sagen wollte. Früher hatten die Fahrzeuge 5 oder 6 Gänge. Das ist ein wichtiger Hintergrund. Warum? Wenn ein Fahrzeug eine höhere Drehzahl gefahren ist, war bei der höheren Drehzahl eine höhere Temperatur. Bei der höheren Drehzahl war auch die AGR-Rate, also die Abgaszuführung in den Motor, kleiner. Bei einem Fahrzeug wie dem hier mit 8 Gängen fahren wir permanent in einem niedrigen Drehzahlbereich. Das bedeutet, in diesem niedrigen Drehzahlbereich bis 3.500 Umdrehungen ist die Zusammensetzung der Verbrennung, das heißt Luft, Kraftstoff und Abgase, maximal schlecht für den Motor. Würden wir bei dem Fahrzeug 5 Gänge haben oder 6 Gänge, dann würden wir automatisch an einem höheren Drehzahlband fahren, ne? Und es wäre für den Motor halt gesünder. Auch nur ein Grund, warum diese Motoren einfach die Lebenszeit deutlich geringer ist als zum Beispiel bei den älteren Modellen vor 15 Jahren. Ja, mehr gibt es zu der Thematik zu sagen. Wenn ihr euch an die einzelnen Sachen noch so ein bisschen Informationen haben wollt, gibt es zu den einzelnen Sachen Videos, wo ich auf alles einzeln eingehe, auf Partikelfilter, alles dazu erkläre, was man dazu erklären kann. Injektoren, Kurbelgehäuselüftung, AGR, eigentlich alles. Deswegen schaltet gerne ein und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank.